Meine sehr geehrten Damen und Herren, ORF2 klingt sich nun aus der Live-Übertragung aus dem Parlament aus. ORF3 überträgt wie immer weiter und auf ORF2 können Sie nun die Zeit im Bild verfolgen. Ich danke für Ihr Interesse. Es ist nicht verwunderlich für mich, dass diese Regelung, die bundeseinheitliche Regelung, gescheitert ist. Und Frau Schwentner, ich nehme da Ihren Vorwurf als Kompliment. Wir als Freiheitliche haben es geschafft, zumindest die ÖVP einmal davon zu überzeugen, realpolitisch zu agieren. Da gibt es noch einige Realpolitiker, bei der SPÖ gibt es immer noch eine Mehrheit, die diese Fakten einfach nicht zur Kenntnis nehmen will. Aber wir werden weiterkämpfen im Sinne der Österreicher und auch der Steuerzahler. Auch kurzer Einwand Richtung NEOS. Herr Loacker, Frau Gammon, Sie sollten einmal irgendwann eine kongruente Linie finden bei Ihnen. Entweder machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der Bevölkerung, der Jungen in Österreich, dann sollten